Hallo und herzlich willkommen zurück zu I Wanna Find My Destiny. So, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben in Welt 3. Im Bereich der Laser, mehr oder weniger. Oh, da ist eine Wand. Sagt mir das keiner. Okay. Oh mein Gott. Okay, alles. Oh, nicht alles easy, da geht's ja noch weiter. Ich hab voll verpeilt, dass der Laser da überhaupt noch hinkommt. So. Gibt es irgendwas Großartiges, Organisatorisches zu sagen, außer dass jetzt Borderlands wieder weitergeht? Was wenig mit dem Spiel hier zu tun hat, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben. So, speichern. Lol. What? Was? In Gottes Namen. Okay. Oh mein Gott. Das ist echt krass, was hier für ein krasses Timing immer hinter steckt. Oh mein Gott, Double Jump. Was hier für ein krasses Timing immer hinter steckt, wie man hier durchlaufen muss. Das ist echt die Madness. Frag mich dann halt auch teilweise, wie die Leute auf so ein Timing kommen, weil im Endeffekt. What the fuck, einfach nur. Ja, da muss ich noch schneller machen. Nein. Tja, dankeschön. Alles cool, alles cool, alles cool. Wie gesagt, das mit den Lasern gefällt mir bisher auch eigentlich ganz gut. Okay. Okay. Moment. Kann ich hier auch irgendwie besser speichern? Ich bin noch mal gespannt, ob wir mal ein anderes Ambiente sehen werden, außer einer Fabrik nach der nächsten. Und das ist halt das Einzige, was langsam sicher so ein bisschen öde wird, könnte man sagen. Ich meine, Fabriken sind schön und gut, aber sollte uns da unten lieber nach links runtergehen, anstatt nach rechts. Aber ich gehe halt trotzdem lieber nach rechts, weil ich dumm bin. Ja, genau so. Oh mein Gott. Das sind die Räume davor, oder die Saves davor, ohne Probleme mehr darin, ja? Dankeschön. Und dann sowas. Ja, kann ich die abschießen? Nein. Hätte ja sein können. Die Dinger fliegen random durch die Gegend, wenn ich das so richtig sehe. Und werden ab und an mal neu gespawnt. Wo muss ich hin? Da unten muss ich hin. Sehr gut. Okay. Nein, war keinen großen Jump. Das war jetzt nicht so gut. Könnte man sagen. Oh. Ja. Das mit dem Despawn random war nicht gelogen bei uns. Despawn wirklich random. Wenn man Pech hat. Oh mein Gott. Dann hat man Pech und stirbt einfach nur. Alter, what the fuck? Okay. Konzentrieren wir uns mal wieder ein bisschen. Ich habe das Gefühl, so manchmal stimmt die Kollisionsabfrage dann nicht ganz. Ja, genau. Schaffe ich den Jump nicht. Ach man, wie ich halt eigentlich schon durch, ne? Ich bitte dich. So. Weißt du, hier hätte man nicht wirklich ein großes Ding draus machen. Ja, natürlich fliegt da jetzt jedes Mal eine Kugel in die Richtung. What the fuck? Dankeschön. Wow, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab den Drop mehr oder weniger wieder vor meinem Auge nicht gesehen. Hallo, Doppelsprung. Hast du wieder keinen Bock oder was?
Ich muss hier warten. Ja. Dankeschön. Das könnte so einfach sein. Oh. Oh. Da ist irgendwer macht Stress. Oh mein Gott. Ach komm. Nee, nee. Die Laserabschießerei finde ich nicht gut. Lassen Sie das, unterlassen Sie das bitte. Ja, natürlich! Oh Mann. Wow, da verschlucke ich mich an meiner eigenen Spucke. Boah, ist das scheiße. Bin ich scheiße. Alter. Die Sprünge sind halt nicht mal schwer, ne? Das hat nur wieder eine geballte Inkompetenz war, ne? Oh, okay. Double Jump. Double Jump. Wer braucht dich schon? Niemand. Okay. Oh mein Gott, Speichere. Dankeschön. Oh wow. Gut, dass ich da gegen die Decke gejumpt bin. Oh mein Gott, da muss ich warten. Okay, alles voll. Okay, er hat aufgehört zu schießen. Ich dachte gerade, what the fuck geht denn jetzt schon? Was ist denn das schon wieder für eine Madness? Kann ich die abschießen? Kann nicht. Oh, holy moly, shitterino. Wo muss der denn hin? Muss der überhaupt irgendwo hin? Oder muss ich einfach nur durchkommen? Wie komme ich überhaupt durch? Ja. What? In Gottes Namen. Da sehe ich gerade irgendwas. Ja, toll. Und jetzt? Ah, oh, jetzt kann ich auch noch. Auf dem motherfucking shit einfach nur. Das ist glaube ich nicht so gut. Ich glaube, das hier ist besser, dann ist da oben nicht so viel versperrt. Oh, jetzt ist da schon wieder mehr Platz. Wenn das passiert, wenn ich den da nichts. Hätte ja sein können. Das bringt mir aber hier nichts. Oh mein, ich hätte da unten einen ändern müssen. Oh mein Gott. Warum muss das so kompliziert sein? Den hätte ich ändern müssen. Aha. So. Jetzt kann ich hier oben ja mal weiter gucken. Na komm. So, sehr gut. Dankeschön, dankeschön. Lassen Sie mich durch. Ich bin ein Arzt. So, jetzt bin ich hier drüben. Das Problem ist, ich glaube, ich muss diese roten Dinger hier. Ja, okay. Diese roten Dinger wollen aktiviert werden. Das heißt, ich muss den hier auf jeden Fall umdrehen. Und den hier. Und. Holy shit. Welcher Laser kommt denn da überhaupt in Frage? Moment, und... Ich muss auf jeden Fall auch den da umbringen. Alter, so ein Rätselraum, ey! Das ist halt die übelste Madness einfach nur. Okay, der eine dürfte jetzt aktiviert sein, der eine Laser. Der untere. Jetzt muss ich mich noch um den oberen kümmern. Der muss sich noch drehen. Ne, hä? Okay. Moment. Der geht hier lang, dann hier, hier, dann da oben rum, hier, da. Da kommt doch gar kein Laser hin, oder? Ja, doch von hier theoretisch. Hier. Und dann hier. Ja, das bringt nichts. What the fuck einfach nur? Der hier ist halt, der Laser ist halt total sinnfrei, der macht nur den Raum aus. Naja. Und so. Ich glaube, wenn ich den da vorne jetzt umdrehe, dann muss ich mich beeilen, dass ich hier ganz schnell wieder runterkomme. Ja, siehst du mal. So, jetzt, das ist der untere. Das ist kein no Problem. Das Ding ist jetzt, wie komme ich denn jetzt an den anderen Laser?
Oh mein Gott, da oben ist noch einer, den ich umdrehen muss. Soll ich mal raten, da komme ich halt jetzt nicht. Doch, ich komme da wohl hin. Oder? Moment. Also erstmal muss ich den da umdrehen. Okay, Moment. Den drehe ich aber später um. Dann muss ich den da umdrehen, wo er da gerade gegen gestrahlt hat. Okay. Hallo, willst du mich mal bitte? Dankeschön. Jetzt geht der dahin, da oben. Ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. Eigentlich. Jetzt einmal dahin. Und einmal dahin. Dankeschön, Dankeschön. Immer wieder gut, wenn's einfach nur funktioniert. Ach komm. Man muss übrigens generell mal sagen, dass die Jumps in dem Game happiger werden. Also wirklich. Alter, what the fuck? Ja, doch, happiger driftet ganz gut. Und diese Laserdinger setzen dich dann halt noch auf so ein Time-Limit. Was es nicht unbedingt angenehmer macht. Ich bin durch. Moment, kann man da irgendwo stehen? Nee. Außer vielleicht ganz oben in der Ecke oder so ein Shit. Oh mein Gott. Das sollte nicht der Sprung sein, der einem Probleme macht. Warum? Ernsthaft? Was denn? Nur wegen diesem blöden Double Jump Mechanik hier, da? So viele Passagen, wo man einfach nur wirklich durchhetzen muss. Alter, what the fuck ist das los? Da hat wieder einer den Taschenrechner auf zu viele Nachkommastellen eingestellt. Leck mich mal am Arsch. Du hast genau keine halbe Millisekunde, um dich auszuruhen. Ach komm! Das darf echt nicht der Sprung sein, der uns Probleme macht. Ja, das ist doch ein Witz jetzt, ja? Im Himmel. Oh mein Gott. Weißt du? Weißt du? Fick dich einfach nur. Dann noch so einen Sprung da hinten dran setzen. Herzlichen Dank. Alter. Muss ich übrigens gerade, wo ich noch mal in meinen Facecam-Überwachungsbildschirm geguckt habe, muss ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass beim letzten Mal die Facecam so unfassbar. Oh, hier ist eine Säule. Shit. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass die Facecam so ein bisschen suboptimal war, weil ich einfach nicht daran gedacht habe, dass ich ja ein anderes Setup für die Facecam und diese ganzen Seitenkram da habe. Oh, da muss man double jumpen. Ja, und dann war ich ziemlich schnell nicht mehr ganz zu sehen auf der Facecam. Das war dann so semi-optimal. Ich versuche mich halt jetzt mal so ein bisschen mehr weniger nicht zu sehen zu werden. Da habe ich mir auch was damit. Wenn ihr versteht. Ja, genau. Spring doch bitte mal nicht ab. Mal fall da einfach mal runter, wie so ein Klops. So. Run, buddy, run. So, jetzt muss ich jetzt nur noch. Getan. Dankeschön, speichern. Und nicht mal alle Hütte. Alter! Es hört halt nicht mehr auf, ne? What the bullshit? Alter, was? In Gottes Namen. Was soll man da machen? Es ist so ein. Wie gesagt, da hat echt einer den Taschenrechner zu krass bemüht, ey. Ich mach mal, ich kann nicht da sofort.